Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lieber Herr Rosemann, vielleicht darf ich das sagen, auch wir sind ein bisschen stolz, dass wir gemeinsam als Koalition die Flexirente jetzt auf den Weg bringen, dass wir das gemacht haben in toller Zusammenarbeit, dass wir gezeigt haben, dass das geht. Und ich glaube, auch so weit gehen zu wollen, dass die Flexirente, es geht nicht von heute auf morgen, aber einen Mentalitätswechsel einleiten sollen, dass wir die Menschen in die Lage versetzen, a, länger arbeiten zu können, Stichwort Prävention, und b, auch länger arbeiten zu wollen, dass Arbeit auch im Alter attraktiv ist und dieses auch belohnt wird. Und das ist gut so. Und diesen Weg wollen wir jetzt auch gehen. Ich meine, man muss sich ja mal die Frage stellen, wo wir herkommen. Wir kommen aus einer Zeit, wo die Rentenversicherung bis vor kurzem noch Briefe verschickt hat an 55-Jährige und sie faktisch aufgefordert hat, einen Rentenantrag zu stellen auf Alterssicherung. Man hat die Alternativen nicht beschrieben, dass man auch länger arbeiten kann. Schlimmer noch, man hat so getan, als ob es gar keine Alternative gäbe, zur Alternative in Rente zu gehen. Und das zeigt, glaube ich, dass diese Denke, diese Geisteshaltung, die wir in Deutschland über Jahrzehnte ja gelebt haben, falsch ist. Dass wir so tun, dass diejenigen, die 65 sind, zum alten Eisen gehören. Dass derjenige, der jetzt in Rente geht, von 100 auf 0 muss. Dass der eine Vollbremsung hinlegen muss. Das stimmt nicht. Und deshalb brauchen wir einen Mentalitätswechsel, so wie es beispielsweise in Japan der Fall ist. Ich habe vor 4, 5 Jahren mal mit der Konrad-Adenauer-Stiftung nur zum Thema Demografie mir die Situation in Japan angesehen. Und es war interessant, ich kam aus Deutschland, wo wir ja schon ein Klima haben in Deutschland, dass wir denken, dass derjenige, der länger arbeitet, nur deshalb länger arbeitet, weil er es finanziell benötigt. Und auf einmal in Japan war es so, dass viele Menschen, die übrigens bis knapp 70 arbeiten, nicht in Vollzeit, sondern dann auch in Teilzeit, dass sie sagen, es geht mir gar nicht um den finanziellen Punkt, sondern um die Teilhabe und den Kontakt weiter zu den Kollegen. Ich möchte weiter im Leben stehen. Ich weiß noch, wie einer zu mir gesagt hat, Arbeit hält fit und ist gesund. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und mir ist dann eine Studie in die Hand gefallen, der Hans-Böckler-Stiftung, der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, also nicht IFO oder Institut der Deutschen Wirtschaft. Und die Hans-Böckler-Stiftung hat eine Umfrage durchgeführt und hat alle über 65-Jährigen in Deutschland gefragt, warum arbeitet ihr länger, die es tun mit Minijob oder was auch immer. Und auf Platz 1 stand Spaß an der Arbeit, auf Platz 2 Wunsch nach einer Aufgabe, auf Platz 3 Kontakt zu Menschen und erst auf Platz 4 stand der finanzielle Aspekt. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass viele Menschen länger arbeiten müssen, um finanziell über die Runden zu kommen. Aber der Großteil, das zeigt doch diese Studie, möchte nicht zum alten Eisen gehören, möchte weiter im Leben zugehören. Und da, wo es geht, möchte man gerne weiterarbeiten. Und wenn es nicht in Vollzeit ist, in Teilzeit. Und ich glaube, die Menschen müssen wir unterstützen. Und deswegen ist es auch richtig. Und deswegen kann man von einem Mentalitätswechsel sprechen. Die Briefe der Rentenversicherung werden jetzt geändert. Dort steht beispielsweise jetzt drin, dass man, wenn man länger arbeitet, ein Redner vor mir hat es angesprochen, und die Rente nicht bezieht, dass man dann im Monat 0,5% Zuschläge bekommt, das sind 6% im Jahr, plus die eingezahlten Beiträge, das sind 8,5%. Das steht jetzt drauf, Herr Birkwald. Es ist aber so, dass die meisten Menschen im Rentenalter aus verständlichen Gründen erstmal die Rente beziehen wollen und dann zusätzlich arbeiten. Und das wollen wir jetzt mit der Flexirente attraktiver machen. Heute ist es so, dass der Arbeitgeber Rentenversicherungsbeiträge zahlt und die kommen irgendwo in einen großen Topf und sind weg. Und in Zukunft ist es so, diese Beiträge werden aktiviert, wenn auch der Rentner einzahlt. Das heißt, er bekommt dann jedes Jahr, ich glaube zum 1. Juli, eine zusätzliche Rentenerhöhung. Und das ist auch richtig, weil er ja dann auch zusätzlich dafür arbeitet. Und die Arbeitslosenversicherungsbeiträge der Rentner fallen weg. Das habe ich bis heute auch nie verstanden, weil ein Rentner auch nicht mehr arbeitslos werden kann. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und das ist für mich Alter neu denken. Das ist die Flexirente. Alter neu denken. Es geht nicht von heute auf morgen. Es ist ein wichtiger Schritt. Und ich glaube, das müssen wir jetzt leben. Und ja, zur Ehrlichkeit gehört auch, dass hier nicht diejenigen angesprochen werden, beispielsweise, die mit 55 unverschuldet in die Arbeitslosigkeit rutschen. Wir sprechen hier Menschen an. Das hat auch Frau Mast richtig
zum Ausdruck gebracht, die erstmal in die Lage versetzt werden, länger arbeiten zu können, und diejenigen, die im Rentenalter auch noch länger arbeiten wollen. Diejenigen, die mit 55 arbeitslos werden, ja, da ist es richtig, auch ein Appell loszuwerden an die Wirtschaft, dass sie hier auch den Mut hat, diese Menschen einzustellen und nicht vom Fachkräftemangel flächendeckend redet. Das hat aber mit der Flexirente jetzt überhaupt nichts zu tun. Hier wollen wir den Ansatz fahren, dass wir Arbeiten im Alter für diejenigen, die können und wollen, attraktiver machen. Dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Lebensarbeitszeit und der Arbeitszeit, ist, glaube ich, auch offenkundig. Und lassen Sie mich zum Schluss sagen, diese Rentendebatte zeigt seit langem zum ersten Mal, dass Rentenpolitik kein Kampf ist zwischen Generationen. Ich weiß nicht, wer davon immer spricht. Die Rentner, die wir treffen, haben natürlich Verständnis, dass wir nie über Gebühr die nächsten Generationen belasten können. Und die Flexirente und dieses Gesetz ist ein Beispiel, dass es geht. Es ist nämlich ein Gesetz, das an beide denkt, sowohl an die Jüngeren, die ihre Beiträge leisten, als auch an die Älteren. Dieses Gesetz wird keine Schulden zulasten der zukünftigen Generation in die Zukunft schicken, wie man so schön sagt, sondern es ist ein ehrliches Gesetz, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Den sollten wir jetzt gehen, und jetzt freue ich mich auf die Debatte im Ausschuss. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.